die Stadt Förde hat einfach einen wahnsinnig schönen ländlichen Charakter und ist gar nicht so städtisch. Hier kennt jeder jeden und da fühlt man sich total zu Hause. Ganz spannend ist an der Geschichte von Förde, dass sich Förde immer mit der Zeit mitgewandelt hat. Wir hatten Bergbau bis an die Grenzen der Stadt Förde und haben hier heute noch große Industriegebiete, die auch heute hier noch ansässig sind. Und so verändert Förde immer sein Gesicht mit der Zeit. An Förde gefällt mir sehr gut, dass man hier, egal ob jung oder alt, Sport treiben kann in den ansässigen Sportvereinen. Ja, man kann natürlich hier super Fahrrad fahren. Also die Infrastruktur in Hinsicht auf Radwegen ist hier perfekt. Förde ist, denke ich, ein sehr attraktiver Wirtschaftsstandort, weil zum Beispiel unsere Gewerbegebiete an Wasserschiene und Straße angebunden sind. Wir haben hier in Förde sehr viele interessante Arbeitgeber, von kleinen Selbstständigen bis mittelständischen oder großen Unternehmen, aber vom ortsansässigen Bäcker mit gefühlt 15 Filialen bis hin zum Schuhmacher kann man natürlich auch so das Handwerk im Kleinen hier auch noch erlernen. Ist so ein ganz klassisches Naherholungsgebiet. Wenn wirklich die Sonne scheint und die Leute rauskommen, dann merkt man schon, dass die Kennzeichen des Ruhrgebiets sich mehren. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen der Auftrag der Stadt Förde. Man muss hier irgendwie wirtschaftlich vorankommen, aber gleichzeitig so ein bisschen den Vorteil der Natur und des Ländlichen auch bewahren. Ich bin eine von 5 Millionen. Ich bin einer von 5 Millionen. Ich bin eine von 5 Millionen.